Herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin euer Head Benjamin und ihr seid hier bei einem weiteren Part meines Zelda A Link to the Past Let's Plays. Wir haben im letzten Part, beziehungsweise im ersten Part von meinem Let's Play die Prinzessin gerettet und sind jetzt hier auf dem Weg in eine neue Welt, die wir so gleich auch betreten werden. Hallo Welt! Na, was geht ab? So, wir haben von dem Priester den Hinweis erhalten, doch mal beim Dorfältesten Sahasrara vorbeizuschauen, denn er kann uns weitere Informationen über den Spielverlauf geben. Beziehungsweise die sieben Weisen, ja, yeah! Roundhouse, Swords, Kick Hit, irgendwie so. Ja, so viele Gegner kaputt zu machen, lohnt auch nicht wirklich, wenn man keine Herzen sammeln will, da man keine Erfahrungspunkte für kriegt. Man wird nur stärker, wenn man eine neue Rüstung oder Schwert findet. Doch, gucken wir mal, was er hier sagt. Na? Ich sehe, du hast bestimmt ein interessantes Schicksal. Lass mich in die Zukunft sehen. Es wird auch nicht zu teuer. Na gut, dann schau mal. Ich sehe, du wirst Sahasrara, den Dorfältesten, finden. Was? Was toll, das weiß ich auch. Das kostet dich 10 Rubine. Hier noch ein wenig frische Energie. Ja, steck sie dir sonst wohin. Huch. Achso, ich habe ja noch meine Lampe ausgerüstet. Die wechsle ich auch mal gleich gegen den Boomerang ein. Ja, das ist doch ein bisschen sinnvoller. Ah! Okay, gehen wir weiter. Was steht hier drauf? Dorf Kakariko. Kakariko, keine Ahnung. Kakariko, irgendwas. So, schauen wir uns erstmal ein wenig hier um. Gesucht! Oh, ein Bild von uns. Der Entführer von Zelda. Schlagen Sie Alarm. Oh, bitte nicht. Ich habe doch nichts gemacht. Ich habe sie doch nur gerettet. Hallo, altes Weib. Ach, sieh da! Link! Was willst du denn von einer alten Frau wie mir? Haha, Liebe, nein. Wie? Der Dorfälteste? Oh, es ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauberer begann, nach Opfern zu suchen. Was? Das Masterschwert? An die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber vor langer, langer Zeit soll das Volk der Hylier in diesem Land gewohnt haben. Die Legende erzählt, die Hylianer versteckten damals hier für erstaunliche Schätze. Einer davon soll das Masterschwert sein. Es wurde speziell gefertigt, um gegen böse, magische Wesen anzukämpfen, soweit ich mich erinnern kann. Soll es noch heute im tiefsten Inneren des Waldes ruhen? Mehr weiß ich nicht. Verstehst du die Legende? Nein, ich bin doof. Suche den Dorfältesten. Irgendjemand hier im Dorf muss doch wissen, wo er ist. Oh, alte Nudel, ey. Ist aber auch geil, wie man hier andauernd gefragt wird, ob man irgendwas verstanden hat. Als wenn man so ein kleiner Retard wäre. Naja, so sehen wir auch anscheinend aus mit unserem grünen Wanst und unserer Bommelmütze. Naja, gehen wir mal hier rein. Hallo. Oha, Link! Dieses Haus war früher das Versteck einer Diebesbande. Der Name des Anführers? Ach ja, Blind hieß er und hasste grelles Licht über alles. Ja, gucke ich auch mal ganz blöd hier in der Gegend rum. Naja. Den netten Gesellen werden wir später noch kennenlernen. So, warte. Guck, was ich jetzt hier mache. Okay. Gucken wir erstmal hier. Rubine. Ja, da kommen wir jetzt nicht mal dran. Das habe ich mir ein wenig verbaut. Und Rubine. Oh. Ah, ja. Oh, das Spiel ist schon so lange her, dass ich das gezockt habe. Verdammt nochmal. Natürlich will ich auch alles finden und so viele Herzteile und Waffen wie möglich. Oh, da muss ich mich nochmal ein bisschen anstrengen für. So, gucken wir erstmal hier. Rubine! Gib mir die Kiste. Mit noch mehr Rubine. Ah, es sind ja nur Rubine drin gewesen. Ich hoffe mal, ich kann gleich ein paar Bomben kaufen. Waren eigentlich unter diesen Vasen hier Bomben drunter? Weiß gar nicht. Ja klar, Herzteile und Rubine. Aber auch Bomben? Darf ich nicht vergessen, dass da hinten
noch ein Riss in der Wand war. Was steht hier? Wahrscheinlich wieder dasselbe. Ja, gesucht wird der Anführer. So, dann springen wir mal hier rein. Hui! Und schauen, was da in der Höhle auf uns wartet. Wahrscheinlich ein Herzteil. Nein, Bomben! Yay! So, hier sehen wir auch schon wieder. So, normale Wand. Wand, die wir kaputt machen können. Dann benutzen wir das Ding auch mal. So. So. Upp, upp, upp. Hopp, huch. Yay! Aber wir holen uns erstmal die Schätze. Rubine. Rubine. Und Rubine? Hey, wo wusste ich das denn? Hm. So, schauen wir uns mal eben hier um. Oh, wieder Geld. Geld regiert die Welt. Das ist sogar bis Hyrule vorgedrungen. Du hast ein Herzteil gefunden. Yay. Boah, ich freue mich schon so, wenn ich diese... ja, wie hieß die nochmal? Diese Pegasus... Doch, doch. Ich glaube, Pegasus-Schuhe bekommen, damit ich rennen kann. Ja, ist ja nicht gerade schnell unterwegs hier, der kleine Furzier. So, da kommen wir hier wieder raus und gehen auch direkt nochmal hier in den Bunker und gucken, was in dem Riss ist. Ja, ich denke mal, dieser Part wird ein bisschen Dorf erkunden sein, dann muss ich das später nicht machen. Dann machen wir es jetzt einmal komplett, beziehungsweise komplett, was geht. Ja, bupp. Ja, man sollte jeden Riss auch mit dem Schwert abtasten, da nicht jeder Riss gleich einen Geheimgang verbirgt. Ja, das wird später noch kommen. Oh, noch ein Herzteil. Yay, wir haben schon die Hälfte. Dann gibt es also viele Fake-Risse. Nicht, dass man da seine schönen Bomben verballert. Na, das wäre nicht gut. So, dann gehen wir jetzt mal weiter nach unten. Die labern sowieso nicht mehr viel. Ja, bei Zelda, besonders in diesem Teil, da sind nicht so viele Dialoge vorhanden, beziehungsweise wechseln die nicht so wirklich. Ey, was machst du denn hier? Flaschen, schöne Flaschen. Haben der Herr schon eine meiner Flaschen? Nein? So treten Sie näher. Mein Angebot wird Ihnen sicher gefallen. Hier hätte ich ein ganz besonders schönes Exemplar. Nur 100 Rubine. Was sagen Sie? Interessiert? Jo. Ich danke für Ihren Einkauf. Halten Sie sie ruhig hoch. Beehren Sie mich bald wieder. Ja, genau. Yay! Eine magische Flasche. Darin kannst du Verschiedenes aufbewahren für später. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, ich glaube, die verpetzt uns. Ich weiß gar nicht mehr. Oh. Alarm! Wache! Hier ist der gesuchte Link. Wache, kommt schnell. Boah, jetzt geht's ab hier. Boah! Boah! Und er läuft einfach in mein Schwert rein und ist tot. Ja, das war ein bestialischer Kampf. So, die macht, glaube ich, dasselbe. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier rein. So. Ja, hier ist nichts. Ich weiß gar nicht, ob das hier geht, aber man kann das Bild ziehen. Von Mario übrigens, so. Dann dürfte da Geld hinter sein. Ja, vielleicht wusste das ja der ein oder andere von euch noch nicht. So wisst ihr es jetzt. So, dann gehen wir nochmal zu anderen Troller da drüben. Ich hoffe mal, sie hat sich jetzt nicht da drin eingeschlossen. Ja, das wäre ein bisschen unvorteilhaft, genau. Schön hier oben drüber. Können wir irgendwas reinschmeißen oder so? Nö. So ein Kackebeutelchen. Einfach da reinwerfen. Was? Okay. Einfach mal ein Huhn drin. Naja, gehen wir schnell wieder raus. Hier bei dem Zeller kann man es ja auch machen, wenn man oft genug auf ein Huhn einschlägt, dann wird man von einer Armada von Hühnern angegriffen und getötet. Ja, das ist nicht so pralle. So, war hier noch irgendwas? Gucken wir mal hier. Hallo. Den können wir noch nicht einholen. Erst mit den Pegasus-Stiefeln oder wie die Teile heißen. So. Link, ich habe gehört, du sollst die Prinzessin entführt haben. Aber ich kann es einfach nicht glauben. Hm. Ja. Sie sagen nicht viel. Aber brauchen sie auch nicht. Oh, schon wieder so viele Hühner. Oh. Bupp. Jetzt haben wir auch sogar keine Bomben mehr. Und wir finden jetzt wahrscheinlich Bomben mehr. Das wär's ja jetzt. Nee, wir finden Pfeile. Okay. Obwohl, wo kriegen wir denn nochmal den Bogen her? Ich glaube im ersten oder zweiten Dungeon irgendwo. Das ist schon wieder so lange her. Aber egal, es ist einfach ein geiles Spiel aus meiner Jugend. Das muss ich euch einfach zeigen. So, wer wohnt denn hier? Hallöchen, Popöchen. Oh, wieder ein Gemälde. Ziehen wir mal dran. Nee, diesmal klappt der Trick nicht. So. Oh.
tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Von der Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, bin ich wohl krank geworden. Nenn ich grunzen. Oh Gott. Hier, mein Schmetterlingsnetz. Ich kann es im Moment sowieso nicht gebrauchen. Yay, yeah, hochhalten! Woo. Das Schmetterlingsnetz hast du dir geliehen. Damit lässt sich so manches einfangen. Ich hoffe, dass es mir bald wieder besser geht. Ja. Ja, wir haben es uns geliehen für immer. Das kennt man ja. So. Was haben wir hier? Oh, hier kommt man ja gar nicht rein. Hier muss man ja im Rasenmähen hier. Hui. Machen wir das mal für ihn. Huhu. So. Hallöchen. Grüß dich, Link. Ist nicht leicht, hier reinzukommen. So sei willkommen. Endlich habe ich jemanden, der mir zuhört. Ich kenne eine interessante Geschichte. Bei der Flussquelle gibt es einen See, in dem jede Menge Zoras leben. Schwer zu finden. Aber der Schatz der Zoras soll wirklich... Das müsste man sich mal ansehen, nicht? Ja. Das sehen wir uns auch an, aber nicht jetzt. Denn jetzt müssen wir ja erstmal gucken, wo sich der alte Sack aufhält. Gucken wir mal hier. Ja, wieder Link, bla bla. Ah, jetzt kommen wir, glaube ich, zum Gasthaus hier, oder was das sein soll. Genau. Da zeige ich euch nämlich gleich was. Dann holen wir uns doch schon eine zweite Flasche. Können wir einfach hier hinten reingehen. Haha. Schon wieder, was macht ihr denn unter den Vasen? Sind die bekloppt? Und wir haben eine zweite Flasche schon. Yay. Jetzt gehen wir noch vorne rein. Und schließen unsere Erkundung ab. Ja, es gibt auch viele Stellen, wo man Minigames machen kann und all so ein Kram. Also ja, nicht so viele, aber es gibt schon einige. Ja. Hallihallo, Link, der Dorfälteste? Ich darf es zwar niemandem verraten. Sag es keinem Bösen weiter, aber er versteckt sich im Palais, nahe des Ostpalastes. Ich zeichne es dir auf deine Karte ein. Also, hier bist du jetzt. Ach, was war ich denn da? So, uiuiuiui. Noch mal größer. Ja, da hinten ist auch der erste Dungeon. Genau, rechts war der erste, unten links, glaube ich, der zweite und oben in dem Turm der letzte. Okay. Sagst du noch irgendwas? Nee. Ja, oh nein. Ja, hat er uns die Karte nochmal vollgekritzelt. Naja, ist ja nicht schlimm. Hi. Nimm dir, was du willst. Die Preise stehen dran. Ja, Bäumchen würde ich gerne haben. Genau, jetzt kommen wir wieder. Oh. Und nehmen wir das doch auch nochmal mit. Genau. Schönen Dank. Mit diesem Lebenselixier kannst du deine Lebenskraft erneuern. Ja, brauchen zwar jetzt sowieso nicht so viel Geld, deswegen können wir uns den Scheiß auch schon mal kaufen. Aber auch geil, wie er in so einem kleinen Holzbunker sitzt mit seinen Waren. Was war hier eigentlich nochmal drin? Guckt mal nach rein? Ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Äußerst mysteriös. Ja, gucken wir nochmal, was hier rechts ist. Gehen wir einmal zur Schmiede. Ich glaube, die war auch rechts. Ja, und dann war es eigentlich schon mit dem Dorf. Ja, es ist nicht wirklich groß und mehr wird man auch nicht mehr sehen hier in Zelda. Das ist schon die größte Ansammlung von Menschen, die es hier gibt. So. Mein Sohn hat sehr gerne Flöte gespielt, doch das ist lange her. Er zog aus, die goldene Macht zu suchen und kam nie mehr zurück. Wer weiß schon, wo er ist und was er macht? Er zählt mir ein und schnarcht. Was ist los mit dem alten Sack? Die Hübsche. Ja, die habe ich gesehen. Sehr hübsch. Die Frau. Wohnt am Wasserfall der Wünsche, da bei den Hügeln. Ja, die hat auch Hügel, die Alte. Und der Flussquelle. Ja, du musst dir angucken. Die wirst du mögen. Wie so eine alte Seerobbe. Ja, das sind so kleine Hinweise. Mehr sagen die auch wirklich nicht mehr, glaube ich, im Laufe des Spiels. Aber naja, so wird man wenigstens drauf hingewiesen. Nee, hier kommen wir, glaube ich, nicht zu den beiden. Das war, glaube ich, hier oben. Komm schon. Nein, natürlich nicht. Ja, da habe ich mich vertan. Diese Holzstumpenpfähle da, die ihr gerade da oben gesehen habt, die kann man mit einem Hammer kaputt machen. Aber das wird erst später kommen. Genau. Seitlich latschen wir hier rein. Okay. Oh, hier sind sogar Gegner. Hallo. Ah, das war hier.
So, gib mir Heilung. Was zur Hölle? Okay. Hab jetzt gar nicht mitgerechnet. Gib mal Heilung. Okay, egal. Okay, da kommen wir auch erst rein, wenn wir den Hammer haben. Hallöchen. Erst wenn mein Kollege wieder auftaucht, können wir dein Schwert härten. Tut mir leid. Ja, das wird auch noch eine kleine Quest. Aber erst später. Alles später, alles später. Alles, alles später. So, jetzt noch mal gucken, ob hier irgendwo ein Herz ist. Wenn nicht, auch egal. So, einmal noch. So, hier rein und... Rabaut. Nö, ja, dann... Oh, da ist eine Bombe versteckt, glaube ich. Gehen wir mal schnell weiter. So, wo sind wir jetzt? Wir gehen... Ja, wir gehen einfach mal nach unten. Ich glaube, da befindet sich noch die Bücherei oder sowas. Irgendwie sowas war das doch. Genau, gucken wir mal, was hier ist. Oh, ja, genau. Und wieder hoch und hier rein. Das ist doch fein. Okay, ja, stimmt, da kommen wir erst ran, wenn wir die Schuhe haben. Genau. Nochmal hier. Hui. Seitwärtssprung von Link. Ja, hier gehen wir nochmal hier rein. Hallöchen. Oh. Ich hatte mit meinem Bruder einen Riesenstreit. Deshalb habe ich seine Tür zugemauert. Ja, nee. So aber nicht, Freundchen. So aber nicht. Ja, ach, nee. So. Genau. Und Raboms. Einfach mal in der Wohnung eine Bombe zünden. Das kann nur Link. So, die Tür ist wieder offen. Und was sagst du? Und Link? Was sagt mein großer Bruder? Ist er noch sauer auf mich? Ja, geh doch rüber, ey, meine Herren. Aber auch geile Innenanrichtungen. Regalen, Tisch und ein Bett. Oh, hallo. Wenn es dir gelingt, das Ziel in 15 Sekunden zu erreichen, winkt dir ein toller Preis. Okay, wir versuchen es einfach mal. Aber ich glaube, wir schaffen das nicht ohne, die Pegasus-Botten. Ne, ich glaube nicht. Können wir rüberspringen? Ja, hi. Bei diesem Versuch betrug deine Zeit 9 Minuten und 12 Sekunden. Ja, wir haben es doch geschafft. Super, Glückwunsch. Du hast dich qualifiziert. Hier, dein Preis, ein Herzteil. Give it to me, baby. Aha, aha. Was kriegst du noch für deine Frechheit? Ein Ding vom Kopf, genau. Okay, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir hier nur mit den Pegasus-Stiefeln durchkommen. Aber naja, dank diesen komischen Bodendellen, Wellen haben wir es doch noch geschafft. Und somit fehlt uns nur noch ein Viertel, dann haben wir ein volles Herzteil. Gucken wir nochmal, was hier ist. Ich glaube, wir waren so eine Spielkneipe oder so. Kleines Spielchen gefällig. 20 Rubine und du kannst eine Truhe öffnen. Versuch's mal. Ja, machen wir's mal. Wir haben ja noch ein bisschen Geld. Nur zu, öffne die Truhe deiner Wahl. So, die goldene Mitte. 20 Rubine. Ja, dann können wir auch direkt nochmal machen. Nein, tut mir leid. Du hattest deine Chance. Mehr Truhen kannst du nicht öffnen. Ja, dann gehen wir nochmal rein, denn das hat sich nämlich überhaupt nicht gelohnt. So. Wie gewonnen, so zerronnen. Mal gucken, was jetzt kommt. So, diesmal nehmen wir wieder die Mitte. Okay, ist das jetzt, ich dachte, das wäre Zufallsprinzip. Na, nochmal, wir haben ja bis jetzt noch nichts verloren. So, nehmen wir mal die rechte. Jetzt haben wir ein Rubin. Ne, 50, yay! So, dann möchte ich aber nochmal gucken, was in der linken drin ist. Wahrscheinlich nur ein Rubin, oder? So, als Frechheit. Ja, komm. Ne, auch 20. Ne, ich habe jetzt keinen Bock. Jetzt reicht's einfach. Jetzt haben wir wieder unsere 50 Rubine. Und machen uns mal vom Acker. Genau. Ich kann ja schon mal in den Gebieten vorbeischauen, wo wir noch was finden werden. Oder ich vermute, wo wir es finden. Allerdings gehe ich in die Gebiete, wo wir eh zu den Dungeons kommen, dann erst auch ab. So, So, du bist tot. Hier oben ging es, glaube ich, zu diesem Flötenjungen. Wenn mich alles täuscht, oh nee. Können wir eigentlich die Dinge abwehren? Ja, er sieht mich gar nicht, der alte Dummbatzen. Gehen wir mal hier hoch. Hier kommen wir, glaube ich, noch irgendwo an so eine Falltür oder sowas. Oder trübt mich... Was? Eine Bombe? Wird mich jetzt veräppeln? Oder trübt mich da jetzt mein Gedächtnis? Ich glaube schon, oder? Okay, gucken wir nochmal hier links. Link, geh mal nach links.
Achso, da brauchen wir erst die Krafthandschuhe. Oh, da sind aber viele jetzt hier. Vor meinem Häuschen. Wo ich allerdings jetzt auch nochmal eben reingehen werde, ich denke unter diesen komischen Vasen, die da überall rumstehen in meinem Haus. Genau. Wären noch ein paar Herzen da, sonst können wir uns nämlich auch schon wieder direkt voll heilen. Yay, yay, yay.